zu stark aus, glaube ich. Habe und halte unten angekommen bin. Ja, wir freuen uns natürlich insbesondere, dass Sie heute Abend da sind. Auch zu den Ereignissen jetzt in Paris, die letzte Nacht passiert sind, freuen wir uns sehr, dass Sie trotz alledem heute bei uns sind. Ich kann mich nur den Worten anschließen, Ihnen geht es vielleicht ähnlich, die auch Großbritannien genannt hat. Wir wollen uns nicht dem Druck des Terrors beugen. Wir leben im Jetzt und das wollen wir heute gemeinsam tun. Insbesondere hier auf der Tanzfläche zusammen mit dem fantastischen Orchester von Klaus Amann. Das Konzert war einzigartig. Udo Jürgens bzw. James Last begleiten uns ja schon, also nicht schon 50 Jahre und das Orchester 40 Jahre und das Theater war voll. Aber wir versuchen auch so original wie möglich diese Musik zu machen. Das gelingt uns auch, darum war es mir ganz besonders anliegen, zumal wir James Last doch im April dieses Jahres beieinander waren. Das trifft einen dann schon hart. Und der hat uns auch geprägt und ist ein herber Verlust. Aber das Leben spielt halt so, man kann nichts machen. Ja, wie heißt es so schön auf der Show, Rose? The Show Must Go On. Und man muss auch sagen, es ist immer was Besonderes, dass ein ganzes Orchester da ist, die auch live spielen. Ja, es ist nicht irgendwie so ein Alleinunterhalter, wie es bei manchen Veranstaltungen ist, oder nur ein DJ ist da, sondern alles live, ein schönes Orchester, wirklich mit sehr vielen Musikern, muss ich sagen. Da bist du schon besonders stolz drauf, oder? Ja, natürlich, weil wir sind ja fast die letzten Mohikaner, weil es so ja diese Prägung nicht mehr gibt. Der Hugo Strasser, auch ein lieber Kollege, der spielt noch mit 93 oder 94 Jahren, da muss man was den Hut ziehen, der lebt noch, aber sonst ist es dünn besiedelt, das Ganze in ganz Deutschland, das gibt es also kaum noch und wir sind mächtig stolz, dass wir so viele super Musiker immer noch vereinen können und spielen können. Und dem Publikum natürlich Live-Musik bieten, das ist ja das, was anders heißt, aus der Konzerte. Ja, und da freuen wir uns auch heute ganz besonders auf. Nochmal einen dicken Applaus, wir freuen uns auf eure Tanzmusik. Bundeskanzlerin und des französischen Staatspräsidenten teilen. Wir werden weiter uns freies und offenes Leben führen und werden in solch extremen Situationen erst recht in einer Einheit zusammenstehen. Denn in der Einheit und im Zusammenhalt sind wir stark. Grüßen wird, weil dann weiß man, wer alles da ist. Auch wenn man kurzfristig kommt, so wie wir heute. Und weiß, wo man noch überall vorbeischauen muss, zum Grüß Gott sagen. Deswegen ein herzliches Dankeschön für diese sehr, sehr ausführliche Begrüßung. Ich begrüße Sie alle auch nochmal seitens der Landeshauptstadt München und vor allem die vielen, die noch nicht persönlich namentlich begrüßt wurden. Ein herzliches Grüß Gott. Ich muss sagen, ich bin jetzt, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde da bin, schon wieder besserer Stimmung, weil ich natürlich heute hergefahren bin mit sehr, sehr gemischten Gefühlen. Und ich möchte das auch seitens des Grußwortes der Landeshauptstadt München noch einmal deutlich sagen, was unsere charmante Moderatorin schon gesagt hat und auch der Präsident schon gesagt hat. Es ist heute Abend ein Abend, wo ich jedenfalls in meinem Herzen eine sehr, sehr gedämpfte Stimmung in mir trage. Wir fühlen mit den Angehörigen der Opfer, wir fühlen mit der Stadt Paris. Wir haben ja selber in München eine französische Partnerstadt, nicht Paris, sondern Bordeaux. Aber dabei sind wir natürlich unseren französischen Mitunionsbürgern und natürlich vor allem den Menschen in Paris heute Abend besonders nahe. Und als mich der Stadtratskollege Schlagbauer heute noch im Vorfeld kontaktiert hat und gefragt hat, können wir heute Abend hierher kommen als Vertreter des öffentlichen Lebens, als Politiker, da haben wir auch etwas nachgedacht, sind auch in uns gegangen, haben ein bisschen telefoniert. Aber ich bin der Meinung, dass es richtig ist, dass erstens diese Veranstaltung heute stattfindet
und zweitens auch Vertreter des öffentlichen Lebens, Bundestagsabgeordneter Dr. Brandl, die Kollegen aus dem Stadtrat Dr. Alexander Dietrich, Dr. Hans Theiss, Johann Saurer und Georg Schlappbauer, dass Sie heute da sind, meine Damen und Herren. Es ist so, dass dieses schreckliche Attentat in Paris natürlich gegen die freie Welt zielt. Diese Attentate zielen natürlich gegen unsere Art zu leben, gegen die Weltoffenheit und letztendlich auch dagegen, dass wir auch Spaß und Freude haben. Und wir würden den Terroristen Recht geben, wenn eine Veranstaltung wie diese heute Abend nicht stattfinden würde und wenn Vertreter des öffentlichen Lebens sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen würden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es richtig, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Jeder möge in seinem Herzen tragen, was er darin trägt. Bei mir ist es völlig klar. Aber es ist richtig, dass wir heute den Fasching beginnen, dass wir heute die Ballsaison beginnen und dass diese großartige, wunderbare, offizielle Faschingsgesellschaft der Landeshauptstadt München mit dem offiziellen Faschingsprinzenpaar heute auch Spaß und Freude verbreitet. Gerade heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, und gerade als Reaktion auf dieses schreckliche Attentat. Der Landeshauptstadt München wünsche uns allen im Anbetracht der Ereignisse einen freudigen und schönen Abend und übergebe wieder zurück an unsere Moderatorin. Vielen Dank. Ja, aber Sie dürfen gleich auch zu uns hier auf die Bühne, wird auch schon abgeholt. Denn ich habe gehört, dass Sie auch ein richtiger Partylöwe sind. Stimmt das? Naja, also meine Frau noch mehr als ich, deswegen habe ich schon recht, dass Sie jetzt holen. Aber habe ich es mir gedacht. Ja, aber selbstverständlich. Also meine, das Feiern gehört auch zum Leben dazu. Und wer hart arbeitet, finde ich, der darf auch ordentlich feiern. Ich habe sogar gehört, nicht nur Partylöwe, sondern dass Sie sogar ein junger Gott auf der Tanzfläche sind. Stimmt das auch? Und muss ich dann Ihre Frau fragen? Wer da mag schon, ja. Dann hoffe ich mal jetzt, dass er mag, denn jetzt werden Sie mit Ihrer Frau gemeinsam hier den Ball eröffnen. Er schluckt kurz, aber ich denke, die werden das hinbekommen. Oder mit einem dicken Applaus von Ihnen, jetzt hier die Balleröffnung, genau. Wir überreichen Ihnen natürlich auch Blumen, das machen wir jetzt auch als Geste, die da probieren. Genau, weil die können Sie natürlich jetzt nicht gebrauchen beim Tanzen, das heißt, jetzt erstmal die Blümchen, das nehme ich dann alles so schnell, kommen wir dann wieder am Blumen. Und dass Sie natürlich deine Hände frei haben zum Tanzen. Sind Sie also mit dabei? Ja, wunderbar. Das freut uns. Also, dann würde ich sagen, Sie eröffnen jetzt den Ball hier mit einem Walzer. Genau, zusammen mit dem Klaus Amann Orchester. Noch kurz Fotos.